Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Star Wars oder Star Wars Republic mit unserer hellen Seite, auch mit Dürren, mit unserem tapferen. So, wir stehen jetzt hier vorne, hier. Das ist jetzt hier wieder Planetenquest. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Ja, alles klar, dann hauen wir mal die Blechbüchsen hier weg. Hier geblieben. So. Die hätten wir verschrottet und jetzt werden die auch noch gleich verschrottet. So. Alles klar, da vorne durch. Den müssen wir auch wegknibbeln. So, deaktiviere die Signaltürme. So, jetzt erstmal gucken, wie so ein Ding überhaupt aussieht. Warte mal. Ach, die Dinger hier sind das. So, warte mal, wo steht denn jetzt hier der nächste rum? Geht's besser. Die Ritter auf Chance per Holo-Terminal. So, und das ist jetzt wo? Oh. Ach, Kacke. So, warte mal, jetzt machen wir es doch mal anders hier. So, das Holozimmer ist gleich irgendwo da vorne. Die Signaltürme der CIG sind ausgeschaltet. Die Droiden erhalten keine koordinierten Befehle. Sehr gut. Jetzt, wo ihre Sicherheit gestört ist, können wir den Rumpfbrecher direkt vor die Türschwelle der CIG bringen. Es ist alles vorbereitet, Darth Janus. Endlich.
Wenn die CIG fällt, können wir unsere Truppen per Raketenbahn auf ganz Corellia verteilen. Dann wird dieser Planet uns gehören. Wir müssen uns beeilen. Der Rumpfbrecher von Sherka ist startklar. Seid ihr bereit, ihn der CIG auf die Brust zu setzen? Die CIG besiegelte ihren Untergang, als sie sich dem Imperium widersetzte. Ich werde sie bestrafen. Commander, euer Sprengkommando soll den Rumpfbrecher scharf machen. Wenn ihr drin seid, müsst ihr den Vorstand loswerden und die Ionenkanonen ausschalten. Wenn die Raketenbahnen wieder einsetzbar sind, können wir die Invasion fortsetzen. Warte mal. Alles klar, Präzisionswert, Präzisionswert. Gut, so, wo muss ich denn jetzt hin? Triff dich mit den Sprengstoffexperten. Ach, Kacke. So, da sind wir jetzt. Da vorne müssen wir hin. Also da in den Bereich da rein. Diese Droiden werden uns bald auf der Spur sein. Haltet sie auf, bis wir den Rumpfbrecher einsatzbereit gemacht haben. Ach ja, jetzt soll ich hier die Droiden. Das wird los, oder wie? Oh ja, die Tür ist offen. Verschaffst du Zugang zum Sitzungssaal? Ja, alles klar. Dann schnitzeln wir uns hier mal wieder durch. Aber das ist ja nichts Neues. Ich habe zwei so schöne... Oh, komm schon, Leute. Gleich geht's besser. Ihr wisst doch, tut ihr mir nichts zu euch. Aber ihr wollt es so unbedingt, ne? Aus, ob ich da nicht durchkomme. Yeah.
Ach, das ist eine Rampe nach oben. Das sieht nur so aus, als ob das hier eine Wand wäre. Das sah von da hinten nur so aus, als ob das eine Wand wäre, wo ich nicht durchkomme. So. Okay. Und los geht's mit Also ich produziere eine Menge Blechschaden, ne? Erst dringt ihr in mein Unternehmen ein. Dann stürmt ihr auch noch unangemeldet hier herein. Meine Droiden werden euch rauswerfen, in Einzelteilen. Dann wird Darth Charnus endlich erkennen, dass die CIG nicht erobert werden kann. Je eher ihr und Corellia die imperiale Herrschaft anerkennt, desto besser. Das ist C9X. Die perfekte Mischung aus der Tüchtigkeit von Chalka und der genialen Technik der CIG. Er verfügt sogar über einen speziellen Signalemitter, mit dem er andere Droiden in seiner Nähe steuern kann. Die Tests unter Kampfbedingungen übertrafen alle Erwartungen. Er hat ein Vermögen gekostet, aber das ist nun mal der Preis der Freiheit. Ihr hättet euch lieber ein Ticket fort von Corellia kaufen sollen. Dieses Wunderwerk ist eine Investition in die Zukunft der CIG. Nichts könnte wichtiger sein. Na los, C9X. Zeig, was du kannst. Also wenn das die Zukunft sein soll von Chalka oder von CIG, dann gute Nacht, dann. Das Geschäft ist ein Krieg, meine Herren. Und wir haben den Abschaum so gut wie besiegt. Meister Maas, wir haben Gesellschaft. Ihr hier? Das würde ja bedeuten, dass C9X... Ihr habt ihn zerstört? Unmöglich. Das ist eure letzte Chance. Beugt euch der imperialen Herrschaft oder sterbt. Niemand schreibt mir vor, wann ich mich zurückzuziehen habe. Droiden, angreifen! Benton, sie hat den Signalemitter vom C9X. Vielleicht sollten wir lieber tun, was die Dame sagt. Die Korallianische Ingenieursgesellschaft setzt sich für etwas ein. Das ist unsere Chance, das Gleiche zu tun. Nur zu, hetzt unsere eigenen Droiden auf uns. Wenn ihr die CIG versklavt, dann aber ohne unsere Hilfe. Droiden, bringt sie zu Commander Krayt im imperialen Außenposten. Ihr werdet noch lernen, dass wer der Galaxis dienen will, auch dem Imperium dienen muss. Ihr mögt diesen Kampf gewonnen haben. Doch so leicht wird der Widerstand nicht fallen. So, jetzt überladen wir nochmal die Kanonen hier. CIG-Ionenkanonen sind ausgeschaltet. Die Raketenbahnen können wieder eingesetzt werden. Das müssen wir feiern. Kommt sofort an Bord der Tears of Taris. Okay, los geht's.
hervorragende Arbeit. Dass der CIG-Vorstand sich ergeben hat, hat die Rebellion erschüttert. Wir werden den Vorstand zu loyalen Bürgern des Imperiums machen. Mein Meister will euch seinen Dank aussprechen. Ich bin Darth Decimus, Mitglied des Rats der Sith. Die führende Hand hinter der Invasion Corellias. Darth Barras hat guten Grund, jemanden zu hassen, der so mächtig ist. Eure Stärke durchdringt die Luft, die euch umgibt. Corellia ist voll von armseligen Leuten. Erbärmlichen, durchtriebenen Tieren, die nur darum betteln, erobert zu werden. Wir können ihnen helfen, indem wir diese Schlacht gewinnen. Aber dazu brauche ich eure Hilfe. Die Sith sollten einander helfen. Wohltätigkeit ist etwas für die Schwachen und die Faulen. Das Imperium ist weder das eine noch das andere. Ihr werdet angemessen entlohnt werden. Folgt mir. Und ihr werdet schon bald in Bergen von Kriegsbeute schwimmen. Aber zuerst vernichten wir die Rebellion. Wir müssen Corellia mit ihren Toten schmücken. Fahrt mit der Raketenbahn ins Tal der Arbeit. Helft Major Tradik, die Rebellen in ihrem Versteck auszuräuchern. Dann unterhalten wir uns nochmal. So, was haben wir denn jetzt hier? Beherrschungswert. Ja, nehmen wir den mal. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen ab und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.